Hallo Schweißtechnik-Freunde, willkommen im HDB-Schweißshop. Viele haben mich gefragt, soll ich mir eine Trafomaschine holen oder soll ich mir den neuen Inverter holen? Natürlich ist eine Trafomaschine günstiger, der Einstieg ist günstiger, dafür kann die natürlich nicht so viel wie ein Inverter und den Unterschied zeige ich euch, worauf es ankommt und wieso ihr etwas mehr ausgeben solltet für eine richtige Invertermaschine. Ich habe dazu für den Vergleich, da wir dickeres Material schweißen wollen, 8mm Stahl, habe ich mir eine Picomic 305 Impuls von EWM vorbereitet und habe mir eine 250 Ampere Mira mit der einfachen Steuerung vorbereitet. Wir vergleichen die Systeme und ich zeige euch den Unterschied, den großen wichtigen Unterschied. Wir können loslegen. Wir fangen mit der einfachen Mira Trafomaschine stufengeschaltete an. Was brauchen wir dafür? Unsere Stromquelle, die Mira. Wir brauchen einen Micmac-Brenner, Massekabel, Gasschlauch, CO2-Argon-Mixgas, Handschuhe, Automatikhelm, 1mm Stahldraht, unser Material. 4 Rollen Drahtvorschub. Sieht man auch an dem Symbol, können wir nichts verkehrt machen. Unsere Gasflasche positionieren, festmachen, Gasschlauch anschließen. Auf 10 Liter. Da wir jetzt 8mm Stahlbleche schweißen, müssen wir die Maschine jetzt richtig einstellen. Jetzt kommt die Problematik bei einer Trafomaschine. Dass wir hier Schaltstufen haben und den Drahtvorschub. Jetzt müssen wir uns die passende Schaltstufe und den passenden Drahtvorschub dazu suchen. So, wir schalten das Gerät ein. Da wir hier 250 Ampere haben, gehe ich schon mal auf die höchste Stufe, auf die Stufe 8, will direkt quasi mit voller Leistung arbeiten. Wir könnten auch natürlich mit der Stufe 7 anfangen und schauen, wie das Ergebnis ist, wie klingt das Ganze. Und ich würde jetzt hier an der Stelle ja mit 10 Meter pro Minute sonst nachregeln, Stufe verstellen, mehr, weniger Draht geben. Jetzt habe ich gemerkt, dass ich zu viel Draht hatte beim Heften schon. Das heißt, ich gehe jetzt mit dem Draht etwas runter. Und hier sehen wir, dass die Naht sieht schon besser aus, der Aufbau ist besser. Und das kriegen wir noch besser hin. Also die Einstellung ist schon mal richtig. Das Zündverhalten ist nicht so toll. Ist halt eine Kurzlichtbogenmaschine, eine Trafomaschine. Bei einer Invertermaschine zündet das Ganze besser. Wir schweißen noch ein Stück. Das Ergebnis ist in Ordnung. Die Maschine schweißt tadellos. Die Naht sieht auch gut aus. Die Problematik, die jetzt beim stufengeschalteten Schweißen ist, ich bin im Kurzlichtbogen. Und was ihr gesehen habt, beim Zünden habe ich relativ viele Spritzer, auch beim Schweißen entstehen sehr viele Spritzer, die fliegen umher. Ich habe die teilweise auf meinem Material, auf meinem Werkstück und muss das Ganze nachbearbeiten. Und das werden wir jetzt bei der Invertermaschine ganz anders erleben. Das funktioniert hier bei der Invertermaschine schon alles wesentlich einfacher. Wir haben hier eine zusätzliche Führung. Der besondere Vorteil bei dieser Maschine, das ist ein Inverter mit der Synergic-Steuerung. Was wir vorhin bei der Mira gesehen haben, dass wir da die Schaltstufe und den Drahtvorschub einstellen müssen, selber suchen müssen, müssen wir nicht bei dieser Maschine machen. Das macht die schon vollautomatisch. Anhand dieser Tabelle sind alle Schweißaufgaben schon vorgegeben. Ich muss einfach nur die passende Aufgabe suchen und ich kann direkt loslegen. Wir haben Mischgas und wir haben den SG2, SG3 Draht. 1mm, das ist die Job Nummer 8. Joblist, Job Nummer 8. Und wir sind fertig. Das Einzige, was wir jetzt noch der Maschine mitgeben müssen, ist unsere Materialstärke und wir haben 8er Bleche. Ich muss danach auch nichts mehr nachkorrigieren. Das geht direkt von vornherein alles optimal richtig los. Also das ist genau das Richtige für Anfänger, die sich noch nicht so gut auskennen. Das macht nämlich alles die Maschine. Das war's. Wir können jetzt den Puls aktivieren oder deaktivieren. Wir aktivieren den Puls und regeln nach. Ich muss jetzt ein bisschen runtergehen. Ich will direkt mit dem Puls schweißen. Ich will weniger Spritzer und bessere Zündung. Wie gesagt, die Parameter sind ja synergisch übernommen worden. Das heißt, die Maschine sagt uns direkt, pass mal auf, wenn du 8er Bleche schweißen willst mit dem Puls, dann machst du das bitte mit 185 Ampere. Wenn ich jetzt keine Ahnung hätte, wie viel Ampere ich einstellen muss, macht die Maschine das automatisch. Volt gibt die mir an und die sagt mir sogar, mit wie viel Drahtverschub. Die macht das jetzt mit 11 Meter die Minute. Die Maschine hat auch ein bisschen mehr Leistung. Die hat 300 Ampere und eine höhere Einschaltdauer als die Mira. Schaut euch einmal hier oben
Das haben wir mit der Mira geschweißt. Wir haben viel mehr Spritzer. Hier oben sehen wir deutlich mehr Spritzer. Und es hat auch beim Schweißen, hat man gesehen, einfach mehr Spritzer gegeben. Jetzt schaut mal hier zum Vergleich. Wir haben absolut keine Spritzer. Und die Naht sieht auch ein bisschen besser aus. Unser Schweißergebnis mit der Inverter-Impulsmaschine. Wir sehen, wir haben hier kaum Spritzer. Die Naht sieht besser aus. Dazu der Vergleich mit der Mira. Wir sehen, wir haben mehr Spritzer, die Naht ein bisschen unsauberer. Wir sehen, es einfach besser mit dem Puls. Das läuft einfach besser. Ich finde, die sieht noch gleichmäßiger, noch besser aus. Ich habe auch beim Schweißen besseren Einbrat gehabt. Und wir haben direkt beim Schweißen gesehen und gemerkt, es hat einfach nur gesummt und wir haben überhaupt keine Spritzer gehabt. Jetzt habe ich hier Stahl 3 mm dick und jetzt zeige ich euch, wie einfach das ist, mit der Maschine das einzustellen. Bei der Mira müssten wir jetzt mit der Stufe runtergehen, den passenden Drahtvorschub dazu suchen. Das müssen wir hier alles nicht machen. Das macht die Maschine automatisch. Wir gehen einfach nur auf die Materialstärke und sagen, wir haben 3 mm Blech. Wir haben hier an der Oberfläche keine Spritzer. So, das war jetzt eigentlich der direkte Vergleich Schwarzstahl-Schweißen mit einer Mira-Stufe-Geschaltmaschine und mit der Inverter von EWM, mit der Picomic 305 Puls. Wir haben einfach festgestellt, beide Maschinen schweißen einwandfrei sehr gut. Ich finde einfach die Handhabung bei dem Inverter einfacher. Ich habe sie viel schneller eingestellt, auch wenn ich keine Ahnung habe. Plus, ich habe eine bessere Qualität der Naht und ich habe keine Nachbearbeitung, da ich überhaupt keine Spritzer mehr habe. Ich hoffe, mein Beitrag hat euch weitergebracht. Ich wünsche euch was. Unbedingt abonnieren, teilen, schreiben. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Ciao.